Let's Play Landwirtschaftssimulator 2011, die zweite Episode von vier wahrscheinlich für den Landwirtschaftssimulator aus unserem Mega-Alltagssimulations-Let's Play-Marathon. Und wir machen mal noch eine Mission, oder? Was können wir denn da lernen? Oh, hier, Steinschlag. Da sollen wir irgendwas weg. Steinschlag lernen, das ist doch Quatsch. Da lernen wir irgendwas wegzuräumen. Sehen. Wir haben im ersten Teil haben wir gelernt, wie man ein Feld umpflügt. Sehen und düngen stelle ich mir jetzt nicht vor. Wahrscheinlich fährt man dann übers Feld, aber die gleichen Strecken, was man gerade gepflügt hat. Deshalb dachte ich mir, machen wir doch mal Steinschlag. Da muss man irgendwas wegbaggern. Okay. Oder ist das nicht, landwirtschaftlich genug? So könnten wir hier auch zum Beispiel dreschen machen. Ja, sieht natürlich auch ziemlich scharf aus. Ich will erstmal ein bisschen Steinschlag machen, dann mach Steinschlag. So, das klingt nach Action. Und Action. Wir haben übrigens in der ersten Folge vergessen, noch etwas ganz Wichtiges zu dieser neuen Serie zu sagen. Da wir die ja in unserer Freizeit machen, wird im Regelfall die erste Episode im GameStar-Kanal laufen und zeitgleich auch in unserem privaten Let's Play-Kanal GameTube hochgeladen werden. Und die anderen drei Folgen werden dann nur bei GameTube laufen. Also wer alles sehen will, abonniert einfach GameTube. Die Folge gibt es jetzt natürlich nochmal im GameStar-Kanal, weil wir es verpasst haben. Das ist ja allgemein dieses Konzept unseres GameTube-Kanals. Wir haben halt immer schon Let's Plays für den GameStar-Kanal gemacht, haben natürlich da nicht die Zeit, vollständig Spiele zu spielen. Und solche, was hatten wir zuletzt? Darkness 2 und ein paar andere Titel. Ja, so Bulletstorm hatten wir. Genau, die zeigen wir dann halt in unserem GameTube-Kanal komplett. Und mit dem Simulatoren wird es ähnlich sein. Da zeigen wir halt immer mal so eine Teaser-Folge, da zeigen wir halt euch, was, mit welchem Thema uns wir beschäftigen. Und die anderen Folgen laden wir auf GameTube hoch. So, du sollst jetzt hier die Steine runterbringen. Das waren 9 Stück. So, warte mal. Der rollt natürlich weg, wenn du dagegen fährst. Mist. Nee. Hier aufgepasst, was du machen sollst. Warum? Er sagt, ich sollte Q drücken. Okay, so was hast du schon. Dann geht's runter. Dann so. Ja, nochmal. Jetzt musst du runter mit der Schaufel, Q. Nee, Q lasse ich, damit lasse ich die Schaufel los. Genau. Nee, dann lässt du sie auch runter. So. Jetzt musst du nein, sie ist runter. Ja los. Also sie ist komplett losgelöst vom Wagen. Ich habe falsch geguckt. Mein Fehler. So. Aha. Bauer Martin. Was drücke ich denn? Der ist nicht aufgepasst. Mist. Möchte jetzt selber den Stein in die Situation den mal Stein an. In die warte mal, das Schaufel. Ah, nee, ich steig dann so. Aber warte mal, ich konnte eben gerade. Warum zeigt mir denn das blöde Tutorial nicht an, welche Taste ich drücke? Ich glaube, es hat dir angezeigt im Ladebildschirm, wo du nicht aufgepasst hast. Ja? Ja. Mist. Probier es dann nochmal, probier mal ein paar Tasten aus. V, B, C ist. Ach, ich drücke ständig C. Jetzt haben wir das Licht schon mal. Ja, jetzt sehen wir zumindest was. Das F ist das Licht. Das ist fahren, damit lösen wir, so viel wussten wir schon. Oh, die rechte Maustaste, was passiert dann? Nix. Ja, passiert gar nichts. Ach, guck mal einer an. Die linke Maustaste gedrückt halten und dann kann man mit der Maussteuerung. Gut. So. So, wenn du hoch und runter. So, und jetzt kannst du was. Jetzt liegt da drin. Aber. Jetzt hebt mal das an, die Schaufel. Sehr gut. Bleib liegen. Was kannst du, wenn du die Maus rechts und links bewegst? Weil, dann cool. Änderst du den Winkel. Ja, sehr geil. So. Wo Steine auf der Steine Straße. Hin? Ich habe keine Ahnung. Guck mal, mach das PDA an. Das zeigt mir aber nicht so an. Viel an. Kann ich mir die Karte. Fahr einfach mal von der Straße runter, fahr mal ein Stück zurück. Ich kekse da hinten rüber. Das ist ganz schön weit weg. Oh. Okay. Ja, so ein Traktor ist halt recht empfindlich. Dafür stellt ihr sich auch von alleine wieder auf. Echt-Test. Nicht verstanden. Das machen wir gleich nochmal. Sag, komm her. Also, die linke Maustaste gedrückt hältst, kannst du dann mit den Mausbewegungen die Höhe verändern und den Winkel, ja? Richtig Wahnsinnsphysik. Ja. Wettervorhersage. Ich würde den gerne wieder ausschalten, den PDA. Jetzt kriege ich erstmal Wetter. Da ist er. Wetter. Sah aber recht sonnig aus. Also ich mache mir so da keine runter, dann nach vorne. Oh, jetzt habe ich ihn so tief aufgesetzt. Siehst du das? Dass du feststeckst. Ach, das ist ja witzig. Kannst du selber ein bisschen hochheben. Ein bisschen Physik ist schon dann irgendwie ordentlich drin. Ja, so, jetzt heb mal langsam an. Hier nochmal den Winkel. So. Sehr gut gemacht. Und hoch damit. Hoch. Sauber. Herrlichst. Was für ein Bauer hier, der Christian. So können wir es schaffen. So, dann fahr es mal da hinten hin. Das ist natürlich denkbar längsten Weg. Das reicht euch, wenn du neben die Karre, neben die Straße karst, oder? Ne? In die Senke da rechts. Und tschüss. Du bist ja auch ganz schön Gas. So. Ich dachte, ich würde es vielleicht schaffen, im Fahren rauszulassen. Sehr gut. Tschüss.
Dann sollen wir jetzt mit 8 Steinen. Jetzt löst er natürlich unten auf der Straße unten einen Steinschlag aus und wird jemanden verletzen, der da unten langfährt. Und da wir ja noch nicht den Rettungswagen-Simulator gespielt haben, den wir garantiert irgendwann spielen werden, wüssten wir noch nicht, wie wir dem helfen sollen, demjenigen oder derjenige. Schade, dass man diese ganzen Simulationsspiele nicht irgendwie zu einer riesengroßen Simulation zusammen... Eine Weltsimulation, wo dann auch die Leute im Multiplayer zusammen spielen können. Ja, im Multiplayer, also das hier können sie ja. Ja, aber auch spielen. Die ganzen Simulationen zusammen. Also wenn ich jetzt hier gerade mit dem Trecker die Steine wegräume, kann derjenige, der den Bus-Simulator spielt, dann endlich hier seine Route erfüllen und hier langfahren. Oh, das wäre darauf angewiesen ist, dass wir halt die Straße freimachen. Das wäre so super. Ja. Und der Bus-Simulator bringt nämlich die Leute ins Skigebiet, wo dann ein anderer Spieler gerade den Skigebiet-Simulator spielt und die Leute dann entgegennimmt und die halt dann da Skifahren lässt. Oder den Ski-Region-Simulator. Genau, das aber die sind halt darauf angewiesen, dass wir unsere Aufgaben erfüllen. Also der Skigebiet-Simulator-Mensch sitzt ja den ganzen Tag da und kann nichts machen, wenn wir nicht die Steine von der Straße bringen und wenn der Bus-Simulator nicht die Leute hinkarrt. Aber mit dir wird das eh nichts, weil du schon nur einen Stein von der Straße zu bringen brauchst. Ja. Wochen. Gibt es ja, dann glaub, auch für die ich bin ja auch ein Tastaturkörper-Klaus. Gleich spiele ich mal in der nächsten Folge. So, jetzt aber. So, bring mal den Stein noch runter. So, Moment. Jetzt da langsam hinfahren. So. Die rollen immer so blöd raus. Warte mal. Das haben Steine so an sich. Heißt nicht umsonst Rolling Stone. Ach Mist. Ach, jetzt habe ich keine Lust mehr. Wir haben ja ungefähr gesehen, wie es geht. Machen wir doch noch eine andere. Ich habe eine Idee davon, wie es gehen sollte. Genau. Die Profis da draußen so machen es richtig. Maishäckseln. Das hört sich gut an. Das Regenschutz hört sich gut an. Regenschutz? Genau. Ein heftiges Unwetter wird baldigst aufziehen. Und wir müssen die Fahrzeuge und Geräte in Sicherheit bringen. Mach das doch mal. Da müssen wir nur rumrennen und die Fahrzeuge irgendwo unterstellen. Das ist doch langweilig. Wir wollen mal was dreschen. Ja, ein Drescher halt was. Sonst verdresch ich dich. Ich verdresch dich. Genau. So, jetzt lesen wir das mal ordentlich. So, einsteigen kennen wir schon. Koppeln mit Q kennen wir auch schon. So, da müssen wir jetzt aufpassen. Mit J. J. Aktivieren und senken Sie den Maispflücker. Erwähnen Sie was mit Tempo. Ach hier, Tempomatstufe 2. Mhm, das ist dann die Maximalgeschwindigkeit. Ja, und dann, sobald der Drescher voll ist, entladen wir den Anhänger. So, dann mach das doch jetzt mal. Das war ein bisschen... Guck mal, hier vorhin auf dem Feld war noch gar nichts. Jetzt... Das sind die einzelnen Missionen dann. Nachher wird es halt richtig spannend, wenn du den als Kampagne spielst, das Ganze. Ne? Wenn du dann wirklich... Dann muss man das Feld alles selber machen. Das sieht, dann, dass dann, wenn man die Ernte wieder einholt, die verkauft. Und anders. Also Ding. Alles. Da ist ja richtig viel zu tun. Das ist ja Wahnsinn. Da ist ja ewig beschäftigt. Ist jetzt falsch. Was meinst du denn, warum richtige Bauern so früh aufstehen? Mit Tempomatstufe 2, hast du mal angemacht? Habe ich angemacht, Tempomat. Und jetzt kannst du nicht schneller fahren als das? Nee, der bleibt jetzt automatisch auf der Geschwindigkeit. Achso. Ich glaube, es gibt sogar so eine Art Helferfunktion. Man könnte jetzt aussteigen und einen KI-Helfer beauftragen, das weiterzumachen, während man sich irgendwie um was anderes kümmert. So ein paar Leute, pass mal auf, du brauchst auch eine beste KI, ne? Okay. Weil du hier den Wagen wegfährst. Der fällt ein bisschen behäbiger jetzt schon, wie es erwarten würde von so einem großen Landwirtschaftsgerät. Oh, das kommt nicht gut. Dann fährst du halt anders, fahr doch Brief. Genau, mache hier zweite Reihe und dann nachher nochmal. Da können wir praktisch sogar eine Helferlein anstellen. Genau. Die uns damit helfen. Ist ja echt so. Das schafft ja auch kein Bauer alleine, so ein ganzes Feld. Oder den ganzen Betrieb. Das ist ja irre. Das ist bestimmt irre subventioniert. Aber du bist ja ganz gut dabei. Hast schon ein Drittel erfüllt jetzt von deinen Aufgaben. Ja, dann gehe ich nach Hause. Deutz Fahrzeug. Ich glaube, diese ganzen Fahrzeuge, die da drinnen sind, die sind lizenziert. Die sind echt, genau. Ja. Die gibt es tatsächlich. Da legen die Spieler, die dann das spielen, auch, glaube ich, großen Wert drauf. Ist ähnlich halt, wie wenn jemand Need for Speed spielt oder so. Der will halt dann Porsche fahren und Ferrari oder Wagen, die es halt wirklich gibt. Nicht irgendwelche Fantasie-Quatsch-Autos. Und Leute, die das hier spielen, wollen halt auch dann vernünftige Agrarmaschinen fahren, die es auch gibt. Da kämpfen dann natürlich die Konkurrenten, die es natürlich auch bei den Simulationsspielen gibt, untereinander. Der Agrarsimulator hat dann ein anderes Angebot von Fahrzeugen. Ist ähnlich auch wieder gleich beim Rennspielen. Ne? Da gibt es dann manchmal Need for Speed Porsche direkt oder auch Trania, damit wenn sie halt mehr Lizenzen als die Konkurrenz haben. Ja, ganz gut dabei. Hälfte. Sehr gut. Ich glaube, das wird was. Ich glaube, wir werden. Meinst du, schafft das Ganze massiv reich? Das wird auch immer voller da oben, siehst du das?
Da in der Mitte ist der, sieht man da, wo der Reis gesammelt wird. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal. Warte mal, ich stelle mal aus. Ist das voll? Ja, sonst nützt es nämlich nichts. Und wo kannst du den denn abladen? Soll ich mal probieren, was passiert, wenn wir zu voll sind? So, fahr einfach mal weiter, genau. Sammel mal weiter. Moment, diese Erfüllt-Anzeige. Er sagt gerade Korntakt, um weiter. Korntakt. Den Korntank sollen wir leeren. Um weiter zu dreschen. Haben wir auch total landwirtschaftsmäßig professionell. Oh, guck mal, Transformer. Haben wir landwirtschaftsmäßig professionell erkannt, bevor er uns das gesagt hat, dass wir schon kurz davor stehen, ne? Das Zeug zum Bauern. Perfekte haben wir. Bauern, ja. Weißt du jetzt, wo du hin musst? Ja, ich muss den entleeren und zwar Korntank. Da drüben in den. In den Laster, der bereitsteht, in den Anhänger. Ja. Ja. Ah, da hinten ist ja auch so ein Stutzen. Guck an. Warte mal, siehst du ihn da hinten links? Was macht der jetzt nochmal? Nee, der macht. Nee, aber nicht, dass du es jetzt hier entleerst. Mach mich nicht irre. Wir haben jetzt gerade hier mühsam das Mais angesammelt. Du musst jetzt einfach rückwärts an diesen Anhänger ranfahren, oder seitlich rückwärts, dass dieser Stutzen über den Anhänger hängt. Aha, Herr Professor, das hätte ich mir fast gedacht. So. Ups, den kann man ausfahren. Fast rein. Hänge ist jetzt auch wirklich drüber, kontrolliere das nochmal. Dass jetzt nicht ganz. Nee, dann kippen wir nämlich die Hälfte daneben. Da kippt alles in die Fahrerkante. So. Ach, aber er geht automatisch an, wenn man es richtig gemacht hat. Also ich kann das gar nicht verlieren, okay. Das Zeug. Ich hatte schon Angst, dass du die Hälfte daneben kippst und wir dann nicht dastehen. Ich hatte auch Angst. Martin, ich hatte auch Angst. Ernsthaft. Also das ist aber ein geiles Transformer-Ding, wirklich. Vielleicht können wir damit auch nachher nach Hause fliegen. Oder bereite unser Kampfgefährt also nicht mal vor. Den Traktor wegrammst mit deinem. Der sieht schon ganz schön gefährlich aus, oder? Ja. Also ich hätte Angst, wenn ich. Also wenn man da mit den Fingern reinkommt, dann kommt direkt sollte aus man danach der Sendung, wahrscheinlich zum Doktor gehen. Nepper Schlepper Mähdrescher. So, 63%. Das heißt, wir müssen. Ups, das ist nicht ein bisschen zu viel runter. Oh. Und Tempomat hast du auch nicht an. Nee. Ich wollte halt schnell. Ein Quatsch nach dem anderen. So, komm. Das kriegen wir aber noch, das fällt. Jetzt fährst du gerade manuell, ne? Denkst du so? Ich mache uns mal ein bisschen Licht. So, damit wir das sehen. Der Tempomat ist auf kmh8 eingestellt. Und du bist, fährst hier mit kmh11 durchs Feld. Wenn das jemand vom Polizeisimulator sieht, dann bist du ja ganz schnell verhaftet. Oh, auf den freue ich mich auch. Das wird super. Es gibt so viele Simulatoren, auf die ich mich schon freue. Und man glaubt ja gar nicht, was es alles gibt. Also, wie gesagt, das beste Beispiel Skigebietssimulator und Skiregionssimulator. Ich bin so gespannt auf die Unterschiede dieser beiden. Ich glaube, wir machen einen von beiden gleich das als hat nächstes. Das hat so ein großer Kampf wie Battlefield und Modern Warfare, ne? Ja. Da sind die Fanlager auch, Communities, die kriegst du nicht zusammen. Das ist ganz schlimm. Wenn sich da Leute auf der Straße begegnen von den jeweiligen Feldern oder Fraktionen, die gehen auf die andere Straßenseite. Du kannst nichts machen. So, 5% für uns auch reicht. Das reicht. Ja, komm, das machen wir doch. Das machen wir das Ding hier. So. Jetzt wollen wir mit einem Erfolgserlebnis aus dieser Folge gehen. Wahnsinn. Ist unsere Frau da hinten im Auto? Die soll schon mal das Essen machen. Wir bringen der Christian hier, ganz klassische Rollenbilder. Ne? Wir bringen dann halt die Grundnahrungsstoffe nach Hause. Ich weiß gar nicht, was ernten wir denn da ab und was macht man damit? Als Großstadtkind habe ich ja keine Ahnung, wo das Essen... Popcorn. Das ist quasi Popcorn, was wir hier abernten. Das Mais macht man Popcorn. Okay. Ich habe ja wirklich ich habe null Ahnung, wo Nahrungsmittel herkommen, wie die hergestellt werden. Ich weiß auch, hat auch null Ahnung, was man mit Nahrungsmitteln macht. Ja, da wiederum kenne ich mich sehr gut aus. Ja, ich fahre mal unser Ärmchen aus. Das fährst du wieder ein. Bisschen spät. Warum ja, man soll ja auch nicht aussehen. Und? Ach, guck mal, ich glaube, wir müssen nicht alles... 100, ja. Zack. So. Erfüllt. J, aus. Aber das wollen wir trotzdem noch... Cool. Achso, ich dachte, du pumpst jetzt nochmal alles in den anderen. Nee, muss ich nicht. Aber nicht. Und schon ein Silbermedaille verloren. Also mit diesem Erfolgserlebnis gehen wir mal aus der zweiten Folge von Let's Play. Sollen wir ein kleines Preview machen, zu was uns hier noch alles erwartet? Ja. Wollen wir uns ein Preview für die nächste Folge geben? Ach, Mais häckselt man. Was machen wir in der nächsten Folge? Gucken wir mal kurz noch. Rundballenpresse. Die finde ich ja so geil, immer wenn man übers Land fährt und diese Ballen, ich würde mich ja mal am liebsten dagegen werfen. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich würde auch gerne meine Kuh umwerfen. Nachts, man soll das ja angeblich können. Ich habe es auch noch nie gemacht. In der nächsten Folge spiele ich auch mal. Mal gucken, wie ich mich als Bauer anstelle. Ach, das ist schon nur Kugeltipps. Na gut, es bleibt also weiter spannend. Die nächste Folge gibt es jetzt auch tatsächlich dann im GameCube-Verlag. Verlag. Ich kann. Willst du schon einen Verlag aufmachen für uns? Sprechen. Unglaublich. Nein, wir haben nur einen Kanal. Im GameCube-Kanal. Genau, wir werden das hier, ich werde das verlinken als Anmerkung. Ihr könnt natürlich auch sonst einfach GameTube in der YouTube-Suche eingeben, da findet ihr es auch.
Und da geht's dann weiter und dann bin ich am Steuer. Ja. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.